Und dann sag ich als englischer Ritter, meine Schotte, du bist ein so ein Depp, du kennst dich ja gar nicht aus. Es funktioniert nämlich nicht. Das Gaulviech, wollte ich sagen, das Pferd, ja, hat ungefähr eine Tonne Gewicht. Ja. Reitet quasi voll in mich rein, spießt sich selber auf und macht Stabhochsprung. Ja, und würzt durch die eigene Masse, die das Pferd entwickelt hat, die Wucht einfach hochsteigen, irgendwann über mir. Dann da oben. Und dir einfach die Fresse einschlagen mit den Hufen. So. Also habe ich das so nicht gemacht, sondern ich war intelligent. Ich muss schauen, dass der Gaul nach unten geht und nicht aufsteigt. Das schaffe ich unter anderem. Kennt ihr das? Es gab früher so Kinderspiel, sagen, es waren so Holzdosen, da war so aus Perlen so ein Pferd drauf. Und wenn man unten drauf gedrückt hat, dann sind die so zusammengefallen. Das war das Funktionsprinzip von Gosschiller. Der Gaul kommt nämlich her. Jetzt passiert was, was ein Gaul immer machen wird, wenn er auf ein stehendes Hindernis anreitet. Er wird erstmal kurz bremsen, weil der Gaul will das gar nicht. Das nützt der da vorne aus, schamlos. Und reißt mir die Achillessehne raus. Ja, mit dem netten Haken, der dran ist. Ich klappe einfach zusammen. Der ist dafür gemacht worden, der ist innen und außen geschliffen. Und wenn der Gaul vor mir ist, kann ich einfach wirr in den Haxen rumreißen und den einen am anderen die Sehnen durch, damit der zusammenfällt. Das heißt, das Pferd liegt da unten rum. Genau. Hat vielleicht durch sein eigenes Gewicht den Reiter schon zerschlagen. Ansonsten liegt aber jetzt dann der da. Und dann habe ich da vorne so einen Überredungskünstler dran. Ja, der sagt so: Servus. Andere Alternative, die sehr disziplinierte Soldaten mit Rossschindern gefordert ist, der steht nicht in der ersten Reihe, sondern der steht in der zweiten oder dritten Reihe, dass der Reiter den gar nicht sieht. Reitet auf diesen Gaul los, auf diesen Menschenhaufen los und sieht da vorne nur Hellebarden, Schwert oder sonstiges. Auf einmal auf ein geheimes Kommando, das vielleicht geheißen hat, geht die Menschenmasse auf. Der Gaul denkt sich, oha, doch kein Hindernis, gibt richtig Gas und will in diese Lücke rein. Auf das hier eure Knacken. Ich glaube, das ist eine Reihe oder was, die Rosche mal raus mit diesem Haken. Fährt mein Pferd den Stern nochmal und das Pferd weidet sich bis zur 8. Reihe.